Hi und willkommen zu Woche 9 unseres Van-Ausbaus. Jetzt so langsam beginnt die Zeit, wo sich hier in unserem Van mal was verändern wird, von der Optik auch. Langsam beginnen die Schritte, wo man was sehen wird, aber in diesem Video noch nicht so ganz. Also wir haben diese Woche erstmal 1,5 Tage damit verbracht, unseren Tankentnehmer dicht zu bekommen. Den haben wir schon ganz am Anfang irgendwann mal eingebaut, den Tankentnehmer für die Standheizung. Und jetzt hatten wir mal eine bisschen längere Fahrt gemacht und haben dann leider festgestellt, dass es nicht dicht ist. Es war dann aber gar nicht der Tankentnehmer an sich, der undicht war, sondern da ist die Tankarmatur in den Tank eingesetzt und da drauf ist so ein Befestigungsring und den haben wir nicht richtig drauf geschraubt. Der war, glaube ich, zuerst sogar leicht verkantet, dann ist es da richtig beim Volltanken rausgespritzt. Danach habe ich ihn nicht fest genug zugemacht, dann war es auch wieder undicht. Auf alle Fälle hat uns das diese Woche viele Nerven gekostet, aber Hauptsache jetzt ist da alles dicht. Das ganze Standheizungsdrama habe ich auch auf Instagram in meine Stories gepostet. Wenn ihr solche Sachen mal live mitverfolgen wollt, dann schaut mal auf Instagram vorbei. Da poste ich eigentlich täglich Stories, was wir so am Van machen und da kann man das einfach alles live mitverfolgen. Und hier auf YouTube gibt es dann mehr so die Zusammenfassungen von dem, was funktioniert hat, nicht von dem, was nicht funktioniert hat. Ansonsten haben wir auch noch viele Kleinigkeiten erledigt, wo wir noch ein bisschen nachbessern mussten oder so. Und zuletzt haben wir auch mit der Dusche angefangen, noch nicht direkt mit der Dusche an sich, aber mit allem, was da so wieder dazugehört. Wie es halt immer ist, hängen auch an der Dusche wieder ganz viele andere Themen. Da mussten wir schon ganz viele Sachen jetzt davor machen, die wir dann nachträglich nicht mehr machen können. Und all das seht ihr heute in diesem Video. Ein paar von den Sachen haben wir sogar schon letzte Woche eigentlich gemacht. Und das Video von letzter Woche ging ja nur um den Einbau unserer Bullaugenfenster. Da habe ich dann die restlichen Sachen nicht mehr mit reingeschnitten. Deshalb fangen wir jetzt erstmal mit einem kleinen Rückblick an, was in Woche 8 eigentlich noch so, abgesehen von den Bullaugen, passiert ist. Zuerst einmal haben wir zum 100. Mal die Bodenplatten nochmal rausgenommen, um den Boden mit 10 mm x 3 cm breiten Holzleisten zu erhöhen, sodass die Bodenplatte nicht mehr auf dem Styrodur aufliegt. Das hat nämlich nervige Geräusche erzeugt. Außerdem haben wir auch noch gleich die Federn abgeschnitten, sodass auch die Holzplatten sich nicht mehr überlappen und auch diese keine Geräusche mehr erzeugen, wenn man drauf tritt. Danach haben wir unserer Deckenverkleidung nach hinten eine Abschlussleiste spendiert, die wir aufgrund der Form des Daches leicht rund zuschneiden mussten und dann auch mit dem Scandic Oil behandelt haben, das wir auch auf die ganze Decke aufgebracht haben. Alle Produkte findet ihr übrigens im Amazon-Shop in der Beschreibung verlinkt. Um diese Abschlussleiste zu befestigen, haben wir eine Unterkonstruktionslatte mit Nietmuttern am Blech befestigt. Dafür muss man zuerst Löcher ins Blech bohren und diese grundieren und lackieren und dann kann man die Nietmuttern ins Blech einsetzen. Auch mit der Dusche ging es letzte Woche los, doch dazu lasse ich mal mein Vergangenheits-Ich reden. So, jetzt geht's aber wirklich endlich an die Dusche. Ich bin schon sehr gespannt, wie wir das alles so hinkriegen werden, wobei der Anfang jetzt noch nicht so tragisch ist. Erstmal zu der Duschwanne, die wir hier haben. Das ist eine 70x70x 4 cm hoch Duschwanne. Die habe ich auch in dem Amazon-Shop verlinkt, den ihr in der Beschreibung findet. Und dazu haben wir uns jetzt für diese Ablaufgarnitur entschieden. Da kommt der Schlauch eben hier seitlich dran und nicht nach unten. Und das Ganze haben wir so gemacht, weil wir nämlich hier, wo die Dusche jetzt positioniert ist, kein Loch in den Boden machen können, weil da drunter der Auspuff ist. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir so eine seitliche Ablaufgarnitur hinmachen und dann von dem Schlauch hier rüber gehen, hier in ein T-Stück rein, also von der Seite ins T-Stück. Von oben kommt in dem T-Stück dann noch der Ablauf von der Spüle dazu und nach unten geht es dann, also das T-Stück hat ja drei Anschlüsse, nach unten geht es mit dem Abwasserschlauch dann zum Abwassertank. Der geht dann darüber und da unten unterm Auto wird der Abwassertank sein. Das heißt, wir müssen jetzt für diese Ablaufgarnitur die ganze Duschwanne höher setzen. Und zwar um 7 cm, denn diese Ablaufgarnitur hier hat eine Einbauhöhe von 7 cm. Dafür haben wir uns eine 58 mm dicke Holzleiste gekauft, also 58x58, ein richtig dickes Ding. Und dann hier außerdem eine Fichtensperrholzplatte, die ist 12 mm dick. Die haben wir genau in den Maßen der Duschwanne genommen, das sind 70,6 cm. Genau, und zusammen mit dieser dicken Holzleiste kommen wir halt dann genau auf die 70 mm und das ist genau die Einbauhöhe, die wir brauchen, dass das mit dieser Ablaufgarnitur passt. Als erstes werde ich jetzt hier auf der Platte anzeichnen, wo der Ablauf ist. Das müssen wir natürlich aus der Platte ausschneiden und dann müssen wir auch, weil quasi die Platte hier sein wird und die Platte aber dann ein bisschen dicker ist als der Abstand hier zwischen Duschwanne und diesem Rohr. Deswegen müssen wir nicht nur das rund ausschneiden, sondern das dann auch so in die Richtung, wo es hin muss. Also der Schlauch wird später hier so lang verlaufen und dann darüber gehen, weil die Küche auch genau hier endet. Das heißt, wir müssen so eine kleine Kurve mit dem Schlauch machen. Genau, und deswegen werde ich nicht nur rund hier das Loch ausschneiden, sondern hier rüber auch noch ein bisschen ausschneiden. Ich muss mal gucken, wie weit ich da gehen muss, ob ich das komplett bis zum Rand der Platte machen muss oder ob es reicht, wenn ich hier so ein,
so oval ein bisschen ausschneide, gucke ich mal. Und als nächstes schneiden wir uns dann eben diese Holzleiste zurecht, sodass wir dann hier drei so dicke Balken haben. Dann wahrscheinlich noch so zwei Querstücke, dann die Platte drauf, dann die Duschwanne drauf, den Ablauf dran. Und das war es eigentlich dann schon für den erhöhten Boden der Dusche. Dabei müsst ihr natürlich die Höhe des Fahrzeugs beachten, ist eigentlich ganz logisch, aber bei uns ist es so, dass es gerade so noch gehen dürfte. Das werde ich dann auch gleich sehen, aber wir haben hier eigentlich eine Innenhöhe von 2,17 Meter, haben jetzt nur schon einen ziemlich dicken Bodenaufbau, gehen hier jetzt nochmal 7 cm nach oben. Die Duschwanne ist natürlich auch ein bisschen erhöht, Deckenverkleidung ist dran. Also mal gucken, wie viel Stehhöhe oder auch nicht mir da noch übrig bleibt. Aber es müsste schon noch aufgehen, dass ich da immer noch gerade ohne Kopf einziehen stehen kann. Jetzt machen wir uns aber erstmal den Ausschnitt hier. Abgesehen von dem erhöhten Boden der Dusche haben wir uns auch schon an die Unterkonstruktion der Dusche gemacht, die die Dusche stabilisieren wird. Das Ziel ist, dass alle Duschwände an möglichst vielen Stellen gestützt werden und angeschraubt werden können, ohne dass sie gebogen werden müssen. Das ist nämlich bei 16 mm dicken Fichtensperrholz kaum möglich. Um die Unterkonstruktionslatten zu positionieren, habe ich auch schon eine der Platten provisorisch zurechtgeschnitten, sodass ich diese anhalten konnte. Was hier nach kurz ein paar Mal rein und raus aussieht, waren eigentlich einige Stunden Arbeit mit viel Überlegen dazwischen. Außerdem hatten wir letzte Woche noch die Befestigungsklammern des Ausstellfensters in unserer Schiebetür ausgetauscht, denn die mitgelieferten Befestigungskrallen sind wirklich schlecht. Deshalb haben wir uns Flacheisen mit einer Metallsäge zurechtgeschnitten, dort noch ein zweites Loch reingebohrt, sodass wir das dann in den Holzrahmen verschrauben konnten und auch mit Blechschrauben in den Fensterrahmen. Apropos Ausstellfenster, das haben wir diese Woche nochmal komplett ausgebaut, an der hoffentlich Problemstelle abgedichtet und dann wieder eingesetzt. Wie wir das gemacht haben, zeige ich euch jetzt auch gleich nochmal im Detail und am Ende des Videos sage ich euch dann, ob das jetzt dicht ist oder nicht. So, wir haben das Fenster jetzt nochmal rausgenommen. Dafür haben wir zuerst von innen die ganzen Verschraubungspunkte wieder gelöst. Dann haben wir von außen die ganze Dichtungsmasse so mit dem Finger abgerollt im Endeffekt. Das ging schon einigermaßen, also das Material ist echt ganz cool, das Dekasil, weil das halt nicht an den Fingern haftet, wenn es getrocknet ist. Dann kann man das einfach so, ja, so wegrollen. Ihr werdet das merken, wenn ihr mal selbst das probiert. Und haben dann auch geschaut, dass wir das mal möglichst viel schon rausziehen zwischen Blech und Fenster. Und danach haben wir es dann einfach mal mit Kraft versucht, zuerst von unten und dann oben, das so nach und nach zu lösen, das ganze Fenster. Und das hat dann irgendwann geklappt. Dann haben wir die Dichtungsmasse vom Fensterrahmen und von dem Türausschnitt entfernt. Und jetzt haben wir uns das Ganze hier nochmal genauer angeschaut. Wir haben jetzt gesagt, die einzige Stelle, wo theoretisch Wasser eintreten kann, ist eigentlich diese Schiene, die hier oben dran ist. Ich nehme es mal so. Also diese Schiene hier, das ist jetzt die Innenseite. Also das sieht man quasi von innen oder auch nicht, weil hier dann das Blech ist. Wir haben jetzt vermutet, dass von hier oben, also quasi von hier, das Regenwasser reinkommt. Und wenn es dann hier drin ist, dann kann es hier unter dieser Schiene hier raus und das ist dann schon innerhalb des Fahrzeugs. Und dann läuft es wahrscheinlich hier runter und deswegen war der Holzrahmen dann feucht. Ist jetzt mal meine Vermutung. Deshalb werden wir jetzt diese komplette Schiene hier, da sind auch hier drei so Verschraubungs- oder Vernietungspunkte, ich weiß nicht, was das ist. Damit ist halt quasi das Fenster an dem eigentlichen Rahmen befestigt. Da ist halt dieses Scharnier dran. Also das Ding hier ist das Scharnier im Endeffekt. Und da werden wir jetzt einfach diese komplette Kante hier mit Dichtungsmasse abdichten nochmal mit Dekasil. Das drücke ich dann mit dem Finger da richtig schön in den Spalt rein, dass einfach selbst wenn jetzt hier von oben irgendwie da Feuchtigkeit reinkommt oder was da reinkommt, dass es dann nicht hier unten rauslaufen kann. Ist auch nicht optimal, weil dann steht eventuell da drin ein bisschen das Wasser und dann könnte es rosten oder schimmeln oder was auch immer. Aber theoretisch ist es ja nicht eingesperrt, also kann es auch wieder verdampfen oder so dann. Aber ist jetzt mal ein Versuch, wenn es dann nicht scheitert und das Fenster irgendwann davon rostet oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, was das für ein Rahmen ist. Dann können wir immer noch ein größeres Fenster einbauen. Auch wenn das jetzt nicht dicht wird, dann bauen wir ein größeres Fenster ein. Das ist halt jetzt mal der Versuch. Das dichten wir jetzt hier, wie gesagt, komplett ab. Dann kommt wieder hier komplett außenrum die Dichtungsmasse drauf.
Dann setzen wir es wieder ein, verschrauben es von innen, lassen es dann mal 2 Tage trocknen und dann probieren wir es nochmal mit einem ordentlichen Wassertest, ob da irgendwie Wasser reinkommt. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich werde dann auf jeden Fall auch noch in diesem Video berichten. Dann schauen wir mal, ob wir noch ein anderes Fenster einsetzen müssen oder ob wir das dicht bekommen. So, also wie ich gesagt habe, ich habe jetzt überall diese Kante hier abgedichtet und das mit Spülmittelwasser wieder ein bisschen glatt gezogen. Also auch hier nach oben dann die 2 Kanten und auch diese 3 Verschraubungs-, Vernietungs-, was auch immer Punkte, die habe ich auch abgedichtet. Also wenn jetzt noch irgendwo Wasser reinkommt, dann kann ich mir das absolut nicht erklären. Aber wir werden sehen. Als nächstes kommt jetzt wie gesagt hier einfach nochmal auf die ganze Auflagefläche dick die Dichtungsmasse drauf und dann setzen wir es wieder ein und dann bin ich echt gespannt. So, das Fenster ist wieder drin und richtig hässlich mit richtig dicker Dichtung überall außenrum eingesetzt. Hier sieht man es auch ein bisschen. Auf alle Fälle, ich wollte es nochmal zeigen, die einzige kritische Stelle ist halt einfach diese Kante hier. Also es muss so sein, dass wenn hier in diese Kante der Regen irgendwie reinkommt und das Wasser da dann durchläuft. Und das haben wir jetzt eben versucht von innen abzudichten. Ich hoffe mit Erfolg, das wird sich zeigen. Und jetzt muss das Ganze erstmal trocknen und dann machen wir wie gesagt in ein paar Tagen mal einen Dichtigkeitstest. Und dann bin ich echt gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Dass ich gespannt bin, habe ich jetzt, glaube ich, oft genug gesagt. Und wie gesagt, ich werde euch dann berichten. Jetzt würde ich sagen, ich zeige euch mal ein bisschen, was wir hier für die Dusche schon alles gemacht haben, beziehungsweise was für Vorbereitungen und was wir so beachten müssen, bevor wir die Dusche einbauen können. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist das hier. Das ist unser Lüftungsschlauch für die Dusche. Wir werden nämlich später einen Ventilator, so einen kleinen, also so mit 10 cm Durchmesser, in die Dusche einbauen. Dafür haben wir von außen wieder ein Loch ins Auto geschnitten, an einer relativ ungewöhnlichen Stelle, so weit oben, und haben da dann ein Lüftungsgitter eingesetzt. Das haben wir davor auch noch mit Seidenmatt schwarzem Lack angesprüht, sodass es auch schön aussieht. Ja, und hier von innen haben wir dann eben einfach diesen Lüftungsschlauch an dieses Lüftungsgitter dran gemacht. Das Ganze mit einer ziemlich großen, mit so einer großen Schelle befestigt. Die ist für 90 bis 110 mm. Hat also gepasst, weil wir halt hier 100 mm haben. Genau, und hier drinnen wird das dann später mal an die Dusche angeschlossen mit einem Ventilator und dann eben hier mit so einer schönen Kappe, die das Ganze dann optisch schön verdeckt. Auch die haben wir seidenmatt schwarz angesprüht und ja, ich denke, das wird später mal ziemlich gut aussehen, weil unsere finale Duschwand, die wird höchstwahrscheinlich hellgrau sein und dann mit dem matt schwarz, ich glaube, das wird eine ziemlich coole Kombi. Für diesen Ventilator hier brauchen wir natürlich auch noch Stromkabel. Die werden wir auch noch, bevor wir die Duschwände hier reinmachen, hier hinten durchführen. Da ist hier schon das Leerrohr dafür, wo die durch sollen. Allerdings haben wir das Kabel gerade noch nicht da, deswegen können wir das erst am Montag machen und erst dann können wir auch die Wände hier reinmachen. Davon abgesehen könnt ihr hier ein wunderschönes Kunstwerk sehen und zwar habe ich hier, das ist unsere Unterkonstruktion im Endeffekt für die Dusche. Also hier wird eben die senkrechte Duschwand sein, die dann einmal hier anliegt. Hier ganz oben haben wir eine Latte dran geschraubt und auch am Boden und hier links hinten, hier quasi, da fehlt noch eine. Ich zeige euch das nochmal so. Also hier ist dieses schöne Kunstwerk, das ich euch gerade gezeigt habe. Da oben ist nochmal eine an der Decke, dann hier am Boden, die ist auch an der Bodenplatte festgeschraubt und hier kommt eben seitlich auch noch eine hin, die das dann auch nochmal, also die diese Wand hier auch nochmal stützen wird. Einfach, dass beim Bremsen halt die Wand hier überall aufliegt und nicht nach vorne quasi Spiel hat. Und auf der linken Seite sieht das dann ähnlich aus. Da haben wir auch hier am Boden eine hingeschraubt, dann hier auf der Höhe und hier auf der Höhe und dann auch hier ganz oben noch diese eine hier. Die zweite obere, die ist jetzt für was anderes da und zwar werden wir da nochmal ein Profilholz hinmachen, das dann hier quasi so über die ganze Länge geht und das hier so schön abrundet. Das heißt, wir werden dann hier Profilholz haben und von hier unten kommt dann die Platte dagegen. Die sind dann Stoß auf Stoß und das wird dann später abgedichtet mit Silikon. Also auf die Platte hier kommt auch noch was drauf natürlich, was dann wasserfest ist. Genau. Der Grund dafür, dass ich jetzt hier so ein Sandwich gebaut habe aus 4 verschiedenen Dingern ist, dass wir da eben schauen mussten, dass die Wände überall, ohne dass sie großartig gebogen werden müssen, halt bündig anliegen. Und deswegen mussten wir das so machen, dass wir halt hier genau auf die nötige Dicke kommen. Und das sieht halt jetzt so aus. Ist natürlich auch nicht 100% das Stabilste, aber das ist nur dafür da, dass es eben diese Vorwärtsbewegung der Duschwand abbremst. Und in die Richtung hier hält das alles aus. All diese Unterkonstruktionslatten haben wir immer mit Nietmuttern ins Blech eingesetzt und dann halt, wenn nochmal was drauf ist, so wie jetzt auch hier, hier haben wir auch 2 Stück,
Dann haben wir halt die obere einfach mit normalen Spax-Schrauben in das Holz reingeschraubt, aber die unteren, die sind immer mit Nietmuttern ins Blech eingesetzt. Hier oben seht ihr jetzt außerdem, dass wir auch ein Duschlicht eingebaut haben. Das war auch so ein ewiges Hin und Her, da wussten wir erst nicht, was da erlaubt ist und was nicht. Aber das hier ist jetzt ein wasserdichter 12 Volt LED-Spot. Der ist definitiv erlaubt, der ist 100% wasserdicht, der ist sogar für Unterwasser geeignet. Bei dem hatten wir auch noch ein kleines Problem. Und zwar sollte man für den eigentlich ein Loch mit 45 mm Durchmesser bohren, wo man den dann abgedichtet mit Silikon noch einsetzt. Wir hatten einen Lochbohrer mit mehreren verschiedenen Größen und genau der 45 mm Aufsatz hat gefehlt. Deshalb habe ich das dann mit der Stichsäge ausgeschnitten. Das wurde nicht so perfekt, das war dann ein bisschen zu groß. Das heißt, der LED-Spot hätte an sich nicht da drin gehalten. Also man konnte ihn jetzt nicht so reinstecken, dass er von selbst schon hält, sondern der war da drin halt locker. Deshalb habe ich den dann eingesetzt, habe dann von oben an diese Holzlatte zuerst eine Dicht- und Klebmasse gleichzeitig komplett um den LED-Spot rumgemacht, dass er halt da jetzt reingeklebt ist. Habe das dann auch einen Tag so trocknen lassen und dann haben wir es erst hier oben verkabelt und hier oben wieder dran gemacht, die Holzlatte. Der ist ziemlich klein, der LED-Spot, und auch relativ dunkel, finde ich. Also für die Dusche wird es bestimmt reichen, wenn hier später dann die Wände sind, dann reicht es definitiv, weil sich das Licht ja dann auch reflektiert. Aber der ist schon ziemlich dunkel. Ich glaube, der hat nur 0,6 Watt und unsere anderen Deckenspots, die haben, glaube ich, 2 Watt, wenn ich mich nicht täusche. Also jeweils 2 Watt und da haben wir dann nochmal 5 Stück für den ganzen Raum. Und 2 Watt hatten wir auch im alten Van oder vielleicht sogar 3, bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber die waren auf jeden Fall ziemlich hell. Diesmal haben wir dimmbare, weil wir das auch dimmen wollten. Der ist theoretisch auch dimmbar, wobei ich inzwischen auch gelernt habe, man kann theoretisch jeden LED-Spot dimmen mit einem PWM-Dimmer. Müsste bei jedem LED-Spot funktionieren, haben mir einige geschrieben. Genau, von daher, bei manchen steht es halt explizit dabei, dass sie dimmbar sind, dann ist halt auch der Dimmer dabei. Wenn es nicht dabei steht, dann ist wahrscheinlich einfach nur der Dimmer nicht dabei, aber wenn man den separat kauft, dann kann man das höchstwahrscheinlich trotzdem auch dimmen. Für diesen LED-Spot mussten wir natürlich auch die Kabel durch Leerrohre da hinten irgendwie durchführen, dass es später mal zur Batterie kommt, weil, wie man sieht, da kommen wir später jetzt auch nicht mehr dran oder nur sehr schwierig auf jeden Fall. Außerdem haben wir dann hier so gut wie es ging noch die ganzen Bereiche mit 3 mm dicker Dämmung überklebt, sodass wir möglichst wenig offene Blechstellen haben. Das wird nicht bei allen Stellen 100% gut funktionieren, aber hier ging es jetzt schon noch einigermaßen. Und genau, da wollten wir einfach vermeiden, dass wir große Kältebrücken haben. Das werden wir überall im Van eben so gut wie es geht machen. Und jetzt kommt eben als nächstes, bevor wir dann hier die Duschwände anbringen können, noch wie gesagt das eine Profilholz hier so hin, das dann nach oben schön das so abrundet. Das wird, glaube ich, ganz gut aussehen. Dann können wir eigentlich unsere Holzduschwände anbringen. Die werden wir hier seitlich dann anschrauben. Da haben wir es hier zweigeteilt an der Seite, weil die Wand ja auch ein bisschen nach oben, nach innen geht. Deshalb werden wir dann die eine Duschwand hier oben anschrauben und hier unten. Und unten drunter kommt dann eben eine Holzplatte ab dieser Holzleiste komplett bis zum Boden. Die anderen drei Duschwände, die sind dann alle einfach komplett senkrecht, gehen komplett durch. Bei denen haben wir dann eben, wie gesagt, geschaut, dass die überall fixiert sind. Hier auf der Seite in die Richtung, also quasi diese Wand, die hier hinkommt, die wird später sowieso durch die Küche fixiert und oben durch die Hängeschränke, die ist dann, die kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Und bei der Wand, die hier stehen wird, ist es genauso, da ist dann auch die Küche, zwar keine Hängeschränke, aber die Küche. Und diese Wand wird sowieso auch nur 30 oder 35 cm lang, weil wir da dann auch den Einstieg haben, dass wir da überhaupt reinkommen. Genau, von daher sollte das dann ganz gut passen, dass unser ganzes Duschgestell schön stabil ist und dass da nichts irgendwie rumwackeln kann bei der Fahrt. Wir werden das natürlich dann später auch alles wasserdicht machen, dafür kommt dann noch was drauf, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist, in einem der nächsten Videos oder vielleicht machen wir das sogar auch erst relativ zum Ende, weil wir eigentlich erstmal die Grundgerüste bauen und dann wird halt einfach alles mit Silikon abgedichtet. Alles klar, das Fenster scheint dicht zu sein. Das war jetzt gerade schon der zweite Test. Ich habe jetzt schon insgesamt 4 Gießkannen Wasser drüber gekippt. Ob es wirklich dicht ist, wird sich wahrscheinlich erst zeigen, wenn es mal wirklich den ganzen Tag durchregnet, ob dann irgendwo noch Wasser reinkommt oder vielleicht auch erst bei der Fahrt. Aber soweit macht es, hoffe ich, glaube ich, einen guten Eindruck. Von daher hoffe ich, dass das Thema jetzt zumindest mal abgeschlossen ist mit dem Seitenfenster. Ich kann Ihnen mitteilen, ich kann das bezeugen, dass das, also das Wasser läuft runter. Von oben. Und läuft nach unten. Genau. Das war's dann jetzt auf jeden Fall mit dem Video für diese Woche. Ich hoffe, dass nächste Woche wirklich mal unsere Dusche steht. Das sage ich jetzt gefühlt seit 4 Wochen, dass wir nächste Woche die Dusche machen. Aber irgendwie hängt da einfach wieder so viel dran, wie ihr jetzt auch gesehen habt. Und ja, das ist halt für uns auch ein neues Thema, das mit der Dusche. Und ich glaube, das ist einfach ganz normal, dass man dann ein bisschen länger braucht mit solchen Sachen. Wobei uns jetzt auch viel dazwischen gekommen ist. Aber naja, Hauptsache am Ende passt dann alles. Dann ist es mir egal, wie lange das Ganze dauert. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch auch mal. Und ganz wichtig, vergesst auch nicht, die Benachrichtigungen aktivieren.
Und ganz wichtig, vergesst auch nicht die Benachrichtigungen-Aktion. Das kann doch nicht wahr sein. Und ganz wichtig, vergesst auch nicht die Benachrichtigungen zu aktivieren. Dafür müsst ihr auf die Glocke direkt neben dem Abonnieren-Button drücken. Dann bekommt ihr Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video hochlade. Denn in den nächsten 1 bis 2 Wochen werde ich auch das 30.000 Abonnenten-Special hochladen. Und da gibt es für euch was sehr, sehr Cooles zu gewinnen. Also verpasst das auf jeden Fall nicht. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder beim nächsten Ausbauvideo zu unserem Van. Ciao!